Wenn Sie, verehrte Zuseher, einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin am Ende der öffentlichen Lesung nach dem Applaus mit einer penetrant dummen Bemerkung ärgern wollen, dann bietet sich die scheinbar unschuldige Frage an: Verzeihung, aber enthält Ihre Dichtung, Ihr Roman, Ihre Kurzgeschichte, heute würden Sie vermutlich sagen, Ihr Text, jedenfalls würden Sie sagen, also ist dieser Stoff, dieser Roman, ist der eigentlich autobiografisch? Hätten Sie nun, meine Damen und Herren, das unwahrscheinliche Glück gehabt, einer Lesung des englischen Romanciers William Somerset Maugham beizuwohnen. Er starb 1965. Dann hätten Sie die dumme Frage einmal ganz anders stellen müssen, nämlich: Mr. Somerset Maugham, haben Sie eigentlich in Ihren Romanen je einmal etwas erfunden? Ich sprach gerade vom unwahrscheinlichen Glück, einer Lesung beizuwohnen, weil dieser Schriftsteller, weil Somerset Maugham so gut wie nie öffentlich aus seinen vielen Werken vorlas. Einmal, da er Öffentlichkeit auf einen sehr eng ausgewählten Kreis von Menschen beschränkte, die ihn künstlerisch oder aber erotisch faszinierten. Zum Zweiten, weil er stotterte. Weil er stotterte und Zeit seines Lebens unter dieser Behinderung litt. Und das auch noch, als er bereits einer der erfolgreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts geworden war. Wir haben uns, meine Damen und Herren, in vergangenen Jahren oft und zu Recht darüber erregt, wie in unserem Land, in Deutschland, in katholischen, protestantischen, freigeistlichen Schulen Kinder gedemütigt oder missbraucht oder gehänselt wurden. Ich will derlei Übelstände keineswegs kleinreden, wenn ich jetzt sage, auf den feinen und noch mehr auf den weniger feinen Internaten von England und Schottland waren derlei Schikanen, Demütigungen bereits durch Tradition gefestigt. Sie waren nicht nur Tradition, sie waren geheiligte Tradition. Also der junge William Somerset Maugham, der war damals 10, die Eltern gestorben. Als der kleine Somerset in eine Erziehungsanstalt verbracht wurde, nicht im kuscheligen Paris, wo er aufgewachsen war, sondern im englischen Canterbury, da stand ihm Schlimmes bevor. Der Schriftsteller selbst hat später darüber in seinem Roman Of Human Bondage, Deutsch des Menschen Hörigkeit, berichtet. Dieser Roman erschien 1915. Sein Autor war längst berühmt. Und die Jahre der Pein lagen mehr als 20 Jahre zurück. Der Roman wurde ein großer Erfolg, doch die bitteren Erinnerungen hörten nicht auf, fortzuwirken. Das Stottern, das ihn dort befiel, war nur eins von mehreren Verhaltensmerkmalen, die ihm fortan anhafteten und nicht alle zur Freude seiner Umwelt. Denn Maugham hatte sich bereits in seiner Schulzeit zu rächen gelernt. Fast mag man hier ein Muster erkennen für spätere Schachzüge in der Gesellschaft des Schriftstellers. In seiner Schule, der King's School, arbeitete sich der Geschundene unauffällig in die Position eines Vorzeigeschülers. Und als dann ein Jahr vor dem Schlussexamen die Leitung der Schule mit diesem hervorragenden, wenn auch stotternden Zögling renommieren wollte, da sagte der so oft malträtierte schlicht: Ade, goodbye, meine Herren, und verließ dieses Internat. Sein Studium begann Maugham in Heidelberg. Er belegte Vorlesungen in Philosophie und auch in Germanistik. Seine Tante, eine Frau von eher unauffälligem deutschen Adel, hatte hier ein paar günstige Verbindungen eingerichtet. Doch bald zeichnete sich ab, dass mit Philosophie oder gar mit Philologie kein richtiger Brotberuf in Aussicht stand, allenfalls der angenehme Verkehr mit anregenden Philosophen. Also kehrte der 17-Jährige zurück nach London und nahm dort ein Medizinstudium auf. 6 Jahre später hatte er sich als Allgemeinarzt und als Chirurg qualifiziert. Praktiziert hat er jedoch außerhalb seiner Ausbildung nie. Als heimlicher Schriftsteller, als den er sich empfand, reichte ihm einmal die Möglichkeit der ökonomischen Absicherung
und zum anderen ließ sich naturgemäß aus der bereits absolvierten medizinischen Betätigung reichlich literarisches Material gewinnen. Denken Sie nur an den um ein Jahrzehnt älteren Arthur Schnitzler, meine Damen und Herren, der hatte das ja sehr erfolgreich vorexerziert. Wer als Arzt legitimiert war, seine Aufmerksamkeit auch den sogenannten Schattenseiten des gesellschaftlichen Lebens zuzuwenden, konnte der Prüderie der viktorianischen Gesellschaft ein Schnippchen schlagen. Mohm tat das vorbildlich in seinem ersten, einem sozialkritischen Roman, der nach dem Londoner Armenviertel Lambeth den Titel trug »Lizer of Lambeth«. Gut ein halbes Jahrhundert später erschien eine erste deutsche Übersetzung und deren Titel erinnerte schon eher an einen Groschenroman. Er lautete »Lizer von Lambeth«. Lambeth, meine Damen und Herren, liegt südlich der City of London, also südlich der Themse. Traditionell war es ein Bezirk der Armen, der Ausgebeuteten. Somerset Maugham beschreibt in seinem Lizer of Lambeth das kurze Glück und das längere Unglück einer lebenslustigen jungen Fabrikarbeiterin, eben jener Lizer, die sich in einen älteren, verheirateten Familienvater verliebt. Es ist so ziemlich die einzige Freude, welche der jungen, unkomplizierten Frau beschieden ist. Nur muss diese Freude heimlich verschenkt erlebt werden, was naturgemäß an den obwaltenden Bedingungen scheitern muss. Lizer wird schwanger, das lässt sich bald nicht mehr verbergen. Die Frau des Familienvaters stellt sie, verprügelt sie, im Kindbett kommen Mutter und Frühgeborenes um. Das klingt richtig, das klingt, verehrte Zuseher, das klingt eher nach einem Franzosen, nach Emile Zola vielleicht, auch nach Gustave Flaubert, nicht ein wenig vielleicht auch nach Guy de Maupassant, tönt nach teils rührender, teils pikanter französischer oder russischer Sozialliteratur. Doch das, wir reden vom Roman, das hat bei aller Melodramatik seinen eigenen Ton und auch seine eigene Fallhöhe. Somerset Maugham war ein Autor, der sich nie anbiederte, der sich nie gemein machte. Schon der lokale Dialekt, das spezielle Cockney, das die junge Lizer und die Männer sprechen, die auf der Straße hinter ihr herpfeifen, wird nie als Gossensprache bloßgestellt, verächtlich gemacht oder ironisiert. Es wird vielmehr in der Würde eines jeden Dialektes bewahrt. William Somerset Maugham wusste sehr genau, was es bedeutet, für sein Sprechen gehänselt zu werden. Er schaute aufs Maul. Er schaute auf die Manieren seiner Zeitgenossen. Er hatte ganz früh das Gefühl, dass das Leben als Auslöser des Schreibens jede, wie auch immer, fantasievolle Inspiration bei Weitem übertrifft. Nicht jedes Leben versteht sich, doch ganz sicher das Leben eines Schriftstellers, der keiner Weltgegend, keinem Milieu, keiner abenteuerlichen Beschäftigung aus dem Wege geht. Nehmen wir das Stichwort Weltgegend. Somerset Maugham war wohl neben Joseph Conrad ein Schriftsteller, für den die Beschreibung weit gereist fast eine pralle Untertreibung ist. Bisweilen hat der Leser den Eindruck, dieser Autor müsse immer wieder der Furcht vor dem Eingesperrtsein entkommen, die ihm die finstere Zeit im Internat eingeflößt hatte. Er lebte in Frankreich und in Spanien, in den USA und in der Schweiz, er reiste in den fernen Osten und in die Südsee und er brachte Geschichten mit, die sich zu Romanen verdichten ließen. Aus der Südsee etwa die Legenden, die sich dort um den verstorbenen Maler Paul Gauguin rankten. Gauguin, Sie erinnern sich verehrte Zuseher, Gauguin hatte nach einer sturznormalen Karriere an der Pariser Börse plötzlich alle Brücken zu seiner Familie abgebrochen, um sich ganz der Malerei zu widmen und war dazu nach Tahiti gezogen. The Moon and Sixpence heißt dieses Werk von Somerset Maugham aus dem Jahre 1919. Die deutschen Übersetzer entschieden sich zunächst für einen Titel, der ein wenig nach Dostojewski schielte, nämlich Der Besessene. Eine spätere Übertragung vertraute dem Zauber des deutschen Heimatfilms und entschied sich für den Titel Silbermond und Kupfermünze. Somerset Maugham rekonstruierte Teile des Lebens dieses französischen Frühexpressionisten, erforschte Momente in abenteuerlichen Geschichten,
von einem Maler, für den nichts zählte als die Kunst. Und er bringt sich selbst in die Geschichte auch noch ein. Der merkwürdig distanzierte Ich-Erzähler des Romans ist niemand anders als der Autor selber. Allerdings, und diese Pointe scheint bezeichnet, die Haltung des Malers, der mit seinen Ängsten und Liebsten gleichsam wortlos bricht, ist eine Haltung, die auch Mohm nicht fremd war. Mohm war nämlich bisexuell, hielt sich für zu 3/4 hetero, er nannte das normal, und für den Rest anders. Glaubte aber am Ende seines Lebens, dass das Mischungsverhältnis umgekehrt vielleicht korrekter beschrieben wäre. Seine Beziehungen mit Frauen endeten jeweils stets katastrophal für die Frauen. Seine männlichen Partner mussten viel Glauben an Toleranz aufbringen und wenig Hoffnung auf sexuelle Treue setzen. Nun wurden damals Homosexuelle noch geächtet und polizeilich verfolgt. Ihr Leben war immer eins im Ausnahmezustand, oft im Verborgenen. Und diese Bedingung prädestinierte den Schriftsteller noch für einen anderen Beruf, in dem es auch um Geschichten geht. Somerset Maugham arbeitete während des Ersten Weltkriegs für den Geheimdienst seiner Majestät. Richtig, für jenes Amt, das wir später durch James Bond besser kennenlernen sollten. Bot sich der Stoff für einen Roman? Klar, Stoff in Hülle und Fülle. Nur ist man als Geheimagent auf Verschwiegenheit eingeschworen. Darüber wacht der Staat und der macht für Schriftsteller naturgemäß erst recht keine Ausnahme. Aber Somerset Maugham wusste, sich aus diesem Dilemma zu befreien. In seinen Erzählungen von Ashenden oder der britische Geheimagent sitzt der Held selbstverständlich, ist der Geheimagent im Hauptberuf Schriftsteller, sitzt also der Held am liebsten vor dem wärmenden Kaminfeuer oder in der heißen Badewanne. Geheime Tinte, riskante Anschläge, verführerische Frauen mit fremdem Akzent sind seine Sache nicht. Sein wahrer Gegner ist die Langeweile, ist das Grau des Alltäglichen. Wenn es im Genre der modernen Spionageliteratur so etwas wie einen Klassiker gibt, dann darf man getrost auf diesen Ashenden deuten. Ian Fleming, der Schöpfer von James Bond, war ein enger Freund und großer Bewunderer von Somerset Maugham. Leider hat das seinem eigenen literarischen Werk nicht wirklich geholfen. Aber wenn Sie, verehrte Zuseher, an John le Carré, an den Spion, der aus der Kälte kam, denken und dessen unscheinbaren Helden, dann erkennen Sie vielleicht Spätfolgen einer Inspiration, die von eben jenem Somerset Maugham ausging. Gestorben ist der Schriftsteller 1965 mit 91 Jahren, ein, wie es heißt, biblisches Alter, insbesondere für einen Mann, der so wahnsinnig viel Energie auf das Schreiben und auch genauso viel Energie auf das Folgen seiner erotischen Begehrlichkeiten verwendete. Scheu, gehemmt, schüchtern blieb er dabei bis zu seinem Tod. Er sei allenfalls einer der Besten aus der zweiten Garde der Schriftsteller, bekannte er kurz vor seinem Ableben. Angeben? Das lag ihm schon gar nicht. Denn er wusste aus seiner Zeit im Internat, dass dafür eine unerbittliche Strafe drohte.